Heute geht es um 8 Düfte mit einer unfassbar krassen Haltbarkeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ihr kennt es alle, wir tragen einen Duft. Und so schnell wir ihn auftragen, ist er auch schon wieder weg. Miese Haltbarkeit, das hassen wir alle. Und jetzt auf der Liste geht es genau um das Thema, nämlich 8 Parfums, bei denen ich die Haltbarkeit auf jeden Fall nicht im Stich lässt. Ich habe mir jetzt wirklich mal 8 Parfums rausgesucht, bei denen ich sagen kann, yo, die kannst du tragen. Da hat mich persönlich die Haltbarkeit noch nie im Stich gelassen. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, falls du einen von den Düften kaufst, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass sie unfassbar stark projizieren. Anfangen möchte ich sofort mit dem Stronger With You Intensely. Und das ist ein Duft, den habe ich mir ehrlicherweise eigentlich primär auf eure Empfehlung gekauft, weil ihr gesagt habt, Jan, der ist unfassbar stark, der lässt uns nie im Stich und ich muss auch sagen, das ist einfach so. Der originale Stronger With You ist ja schon stark, absolut nie genauso. Ich finde aber Intensely schießt wirklich den Vogel ab. Wir haben hier auf der einen Seite eben diese originale DNA aus dem Stronger With You. Wir haben aber nochmal obendrauf viel mehr Haltbarkeit, viel mehr Karamelligkeit. Das Ding ist klebrig, synthetisch, unfassbar stark. Und ich glaube, das kann man einfach so sagen. Es ist ein noch krasserer, noch stärkerer, fast eigentlich noch jugendlicherer Stronger With You, der super gut geeignet ist, falls du genau das suchst, nämlich eine sehr, sehr starke Haltbarkeit. Und deswegen gibt es da auch ein Go von mir, den zu kaufen. Der nächste kommt aus dem Hause Parfums du Mali und das ist der Carlyle. Carlyle habe ich damals von Kai zugeschickt bekommen zum Testen und meine einzige Kritik dabei war, yo, der ist gut, aber ich finde den zu stark. Und ich glaube, das ist sehr beschreibend für einen Duft, wenn ich sage, der ist mir ultra zu stark. Das war damals so. Ich glaube, für diejenigen, die das Hause Parfums du Mali kennen, wissen die meisten, sind sehr stark. Gerade auch der Carlyle, das habe ich jetzt auch wieder gehört, soll immer noch ultra stark sein und soll auch niemanden im Stich lassen. Das heißt, falls du bereit bist, ich glaube, die kosten ja so um die 200 Euro, das Geld auszugeben, hast du damit einen unfassbar starken Apfelduft, der, ich glaube, Apfel, Muskat, Holzigkeit, Vanille, Tonka, super viel verbindet. Ein unfassbar starker Duft ist, den du im Herbst und im Winter tragen kannst. Also, was willst du eigentlich mehr? Unfassbar starke Haltbarkeit, einzigartige DNA. Parfums du Mali ist da dein Freund. Bei dem nächsten Duft ist das Stichwort Haltbarkeit und ziehe ich auch wieder sehr gut angebracht, nämlich das 1 Million Elixier. Die DNA ist hochwertiger als beim Originalen. Wir haben hier ein bisschen weniger von der originalen, ledrigen, zuckersüßen DNA mit drin, haben dafür, also immer noch zuckersüß, gar keine Frage, haben hier mehr Vanille, mehr Hochwertigkeit und wir haben hier auch ein bisschen Davana mit drin. Das ist so eine Bubblegum-Note. Finde ich sehr, sehr gut gelungen, sehr jugendlicher Duft. Lässt sich unfassbar gut tragen, wenn man weggehen möchte, aber gerade auch im Herbst, im Alltag, könnte das eine Überlegung wert sein für einige. Man muss da aber wirklich ein bisschen aufpassen bei der Dosierung, denn der ist auch so ein Kandidat, der kann unfassbar schnell viel zu stark werden. Das heißt, passt ein bisschen auf, falls du den aufträgst. Bei dem nächsten ist der Punkt Sillage genau das richtige Wort, nämlich die Haltbarkeit ist stark, die Sillage ist noch viel stärker. Baccarat Rouge 540 ist ein Monster. Und da ist eigentlich auch egal, ob du dir das Eau de Parfum oder das Extrakt nimmst, wir haben hier einfach eine unfassbar starke Haltbarkeit, unfassbar starkes Sillage, ist eigentlich auch ein Duft, den du das ganze Jahr übertragen kannst. Ich finde, im Sommer ist es eigentlich schon fast ein bisschen zu stark, deswegen aber gerade im Herbst haben wir die perfekte Jahreszeit, in der du dieses Parfum tragen kannst. Wie gesagt, auch wieder ein bisschen teurer. Ich finde aber gerade mit Baccarat Rouge MFK ist so ein bisschen der Übergang zwischen Designer und Nische, was den Preispunkt angeht. Und gerade, ich glaube, das Eau de Parfum habe ich hier damals für 150, 160 Euro bekommen. Also man kann ja auch wirklich mal einen guten Deal landen. Und für den Preis finde ich das auch vollkommen okay. Ist natürlich nur 70 ml, darf man nie vergessen. Der nächste ist aus dem Hause Dior, ist auch wieder ein bisschen günstiger, kostet nur so um die 60, 70 Euro. Das ist das Dior Homme Intense. Dior Homme Intense liebe ich, Dior Homme Parfum gibt auch einige Liebhaber. Das geht eher in so eine Lederrichtung. Wir haben hier diese unfassbar schöne, holzige, irisartige DNA. Bei einigen funktioniert sie gar nicht, das weiß ich persönlich. Bei mir funktioniert sie umso besser. Ich werde darauf immer angesprochen, wenn ich ihn trage, weil er einfach unfassbar stark ist auf meiner Haut. Man riecht ihn an mir einfach einen Kilometer weit. Und ich glaube, auch bei dem Preispunkt ist es ein Duft, der jetzt nicht nur für das Beast Mode bekannt ist, sondern einfach für die unfassbar gute Tragbarkeit. Holzig, Iris, maskulin, man kann eigentlich nicht mehr dazu sagen, ist ein sehr, sehr guter Duft, den man im Alltag tragen kann. Und gerade im Herbst ein super Duft, der, was die Haltbarkeit angeht, einen auch nicht im Stich lässt. Ja, auf den vorderen Plätzen haben wir jetzt den Toyboy auf dem zweiten Platz, falls man so sagen möchte. Das ist ein Duft, auch wieder unfassbar stark, unfassbare Haltbarkeit. Die DNA muss man ehrlicherweise mögen. Es ist ein sehr floraler Duft, wenn man das Wort Rose mag, wenn man das Wort Blue Jeans zum Beispiel auch mag, weil er erinnert mich immer so ein bisschen an den nur ohne die Aquatik davon. Ist man mit dem auf jeden Fall gut aufgehoben. Er riecht ganz und gar nicht so, wie er aussieht. Er sieht ja sehr niedlich, sehr jugendlich,
natürlich sehr infantil aus. Überhaupt nicht. Ist ein sehr eigenständiger Duft. Auch eine einzigartige DNA. Wie gesagt, floral, rosig. Und wenn man genau das möchte, hat man hier einen Preispunkt von etwa 60 Euro, bei dem man den Duft bekommt. Und dafür ist es wirklich, was die Haltbarkeit angeht, auch ein Monster. Der hält bei mir auch den ganzen Tag über. Wirklich einzigartig, lang haltbar. Riechst du nirgendwo. Das Flakon sieht auch genial aus. Was willst du mehr? Ist eigentlich ein perfekter Herbstduft. Der letzte auf der Liste ist ein Duft. Ich glaube, das ist einer mit der stärksten Sillage und Haltbarkeit in meiner ganzen Sammlung. Und das ist der Eros Flame. Ich nenne ihn immer den Clubbing-Duft. Gerade im Herbst ist es aber auch ein guter Alltagsbegleiter. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen mit der Sillage, dass man einfach nicht so viel davon aufträgt, weil das ist ein Monster. Ich sage das immer wieder, ich glaube, diese 200 ml werden mich ins Grab mit begleiten, weil das bekomme ich never ever leer. Davon drei Sprüher, das reicht schon vollkommen aus. Für einen Duft, der, was die Sillage angeht, einfach ein Monster ist. Und deswegen ganz vorne auf der Liste mit dabei. Das ist ein Duft, guck dir den auf jeden Fall mal an, falls du einen Herbstduft suchst, der super krass projiziert. Beastmode ist aber immer das Stichwort für Diskussionen. Schreib mir unten bitte in die Kommentare, was deine Beastmode-Düfte sind und was du auch von denen, die ich ja gerade vorgestellt habe, hältst. Ich weiß ganz genau, ich habe es ja schon bei dem Dior Homme Intense erwähnt, dass bei einigen Leuten dieser Duft überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, bei mir funktioniert er super gut. Schreibt das gerne unten rein. Vielleicht auch so ein bisschen als Diskussion, falls einige von euch sagen, ey, ich kann mir vorstellen, den zu kaufen. Wie sieht es bei euch aus? Wie projiziert er bei euch? Danke dir fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.